Hey. Ach so, ihr braucht einen Weg. Ihr braucht einen Weg, natürlich. Tut mir leid. Ich kann ja nicht von meinen Bauern erwarten, dass sie einfach so hier über den Rasen gehen. Es wäre grauenhaft. Es wäre barbarisch. Wir sind hier keine Barbaren. Wir sind eine feine Gesellschaft. TH Games. Wow, such games. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu Anno 1404. Ja, ihr habt abgestimmt auf der TH Games Website und Anno hat die meisten Stimmen bekommen. Und ich hatte gar nicht daran gedacht, überhaupt Anno zu spielen. Ursprünglich ging es ja in der Umfrage um EO4 und Crusader Kings und so weiter. An Anno hatte ich gar nicht gedacht, aber als ich das gesehen hatte, als das jemand vorgeschlagen hatte, dachte ich mir, Anno ist eigentlich eine verdammt gute Idee, denn ich bin so ziemlich aufgewachsen mit Anno. Seit meiner Kindheit habe ich da jeden Teil von gespielt. Heißt wie bei jedem Spiel nicht, dass ich sonderlich gut da drin bin. Aber ja, Anno, tolles Spiel, spiele ich immer wieder gerne und heute zusammen mit euch in 1404, im Jahre 1404, wir haben hier unser wunderschönes Schiffchen Lord Norbo. Herzlich willkommen. Oder Nordburg hat uns dieses wunderschöne Schiffchen hier zur Verfügung gestellt. Die Neptun, die wir auch umbenennen können in Nussschale oder so. Fantastisch. Die mächtige Nussschale. Und jetzt müssen wir uns irgendwo eine fantastische Insel suchen, auf der wir unsere wunderschöne Reise hier starten können. Auf der wir unsere erste Stadt bauen können, unsere ersten Siedler ansiedeln können. Irgendwo dort draußen auf dem weiten blauen Meere liegt unsere Zukunft. Wir werden sie finden. Sie haben eine neue Vielleicht Insel sogar schon hier. Vielleicht ist dies die Insel, auf der wir siedeln. Nein, ist es nicht. Okay. Tabak und was haben wir hier? Kakao. Nee. Ach, Hanf. Hanf. Ach du Kacke, Hanf. Moment. Doch, ist doch eine gute Insel. Die haben Hanf. Hanf ist immer gut. Wir siedeln auf der Hanfinsel. Warum nicht? Sie haben auf einer Insel ein Gebäude entdeckt. Hab ich? Was? Grabungsstätte? Wo denn? Hier ist eine Bärenhöhle. Sehe ich nicht. Wo ist hier ein Gebäude? Ach hier. Ah, eine Grabungsstätte. Noch ein Schatzsucher. Hallo, Kuno von Rembold. Wir können uns zusammentun. Ich grabe und ihr bezahlt das Ganze. Nee, glaube ich nicht. Zumindest jetzt noch nicht. Hab kein Geld für so einen Mist. Ich muss eine Insel bauen, eine riesige Stadt muss ich bauen. Okay, sonderlich groß ist die Insel nicht gerade. Na, gucken wir doch mal, was wir noch so finden. Wir haben ja Zeit, wir segeln hier einfach ein bisschen durch die Gegend. Die anderen Spieler haben wahrscheinlich alle schon angefangen. Der Computer, ich glaube, wir spielen gegen drei andere Computer, habe ich eingestellt. Ja, wahrscheinlich haben die jetzt schon Kathedralen und alles Mögliche gebaut. Die kommen hier gleich wahrscheinlich mit 10 Millionen Kriegsschiffen an und machen mich erstmal fertig. Kann passieren. Irgendwo hier unten vielleicht. Irgendwo muss es noch eine größere Insel geben. Obwohl, was haben wir denn hier? Wir haben hier Stein, wir haben Sohle, wir haben Kohle, Eisen und Bärenhöhlen. Ja, ich weiß nicht, ich hätte ja eigentlich gerne noch Getreide. Getreide. Wir brauchen irgendeine Insel, wo man Getreide anbauen kann. Jede Menge Getreide. Das wäre ganz fantastisch. Eine Insel wurde ausgemacht. Wo? Land der Heu. Ach nee, nicht so eine blöde Orientinsel, das will ich nicht. Ich will eine Occidentinsel. Ich weiß auch gar nicht, ob wir hier überhaupt schon siedeln können. Schon so lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Ich weiß das alles gar nicht mehr. Frischfleisch. Karibu. Jede Menge Karibu. Karibu Island. Quarz haben wir hier. Quarz und Kupfer. Was ist das denn? Wir laufen hier rum. Ach, ein Strauß. Von oben sieht das aus, als würde da irgendwie so ein Mann durch die Gegend laufen. In einer schwarzen Kutte. So ein einsamer Priester oder so. Nein, es ist nur ein Strauß. Oh, wir haben noch eine Insel entdeckt. Wo? Nach Schätzengraben. Die Lieferung bestimmter Waren ermöglicht es kaum. Noch mehr Orient. Was haben wir hier? Was ist das denn? Willem van der Mark. Mhm. Ich freue mich, eure Bekanntschaft zu machen. Ich freue mich nicht so. Wer zur Hölle bist du?
Willem van der Mark. Was, wo ist denn der? Ich sehe ihn gar nicht. Steht doch nicht einfach so rum. Wir müssen Inseln suchen. Kommt schon. Kommt schon, Schiffscrew. Seid nicht so faul. Lasst nicht auf der See eure Eier baumeln. Wir müssen hier wichtige Sachen tun. Inseln finden. Inseln finden. Zivilisation bauen. Wo zur Hölle ist der Mann? Ich sehe ihn gar nicht. Ach, hier hinten ist er. Land in Sicht. Da ist er. Das ist sein Flaggschiff. Ach, der hat auch noch nichts gefunden. Das ist gut. Bin ich wenigstens nicht der Einzige. Hier ist überall nur Orient. Will ich nicht. Ich will Occident. Irgendwo hier hinten müssen wir hin. Ich glaube, das ist irgendwie halbiert. Hier unten ist Orient, da oben Occident. Irgendwie so. Keine Ahnung. Falls ihr auch Anno habt und auf der gleichen Map spielen wollt wie ich, gebt einfach bei der Zufallskartennummer 77777 ein. 5 mal die 7. Das ist die Nummer für diese fantastische Karte hier. Die Insel hatten wir schon. Och, was? Der hat doch schon gebaut. Ach, der hat auf der Insel gebaut. Ah. Weggegangen, Platz vergangen, wa? Können wir jetzt nicht mehr bauen hier. Obwohl doch, ich glaube, wir könnten sogar, oder? Geht das? Können wir auf einer Insel bauen, die schon bebaut wird? Ich weiß es gar nicht. Ach Mensch, irgendwas müssen wir doch hier finden. Sie haben die Insel eines Mitspielers entdeckt. Nö! Wieso hat hier jeder schon gebaut? Wieso seid ihr so schnell? Das gefällt mir nicht. Sei gegrüßt. Ich bin Marquesa Helena Flores. Das ist schön für dich. Naja, die Mar- Gott, seht euch das an hier. Seht euch das an, die haben hier schon mächtige Städte gebaut. Wollt ihr euch nicht auf einer dieser wundervollen Inseln niederlassen? Nein! Nervt mich nicht. Ich mach, was ich will, verdammt. Das wollte ich nicht. Drängel mich doch nicht so. Ich lass mir Zeit. Ich muss erstmal was Schönes finden. Kann man doch nicht so überstürzt hier machen. Muss erstmal eine richtig schöne Insel finden. Das hier nicht. Die hat nur einen Berg. Ist nicht mal eine richtige Insel. Wahrscheinlich gab es hier nur drei Inseln. Drei vernünftige Inseln und die wurden alle schon besiedelt. Verdammt nochmal, Helena. Vielleicht bombardiere ich einfach ihren Kontor hier und... lass mich dann da nieder. Ich glaube, wir haben gar keine Kanonen. Ich glaube, das wird nix. Verdammt! Das ist eine schöne Insel. Hier siedeln wir. Nee. Sieht nicht so einladend aus. Verbrannte Bäume, kaputte Schiffe. Ich glaube, hier ist noch eine Insel, oder? Sieht so aus hier. Wollen wir uns hier niederlassen? Mal gucken, was haben wir hier für Ressourcen? Ich glaube, ich nehme jetzt einfach die nächstbeste Insel. Ich habe keinen Bock mehr, hier auf See rumzufahren. Jetzt gehen die Nahrung aus. Die Vitamine, die ganzen Obst und so. Öbste, ganz genau. Ich wollte schon Öbste sagen. Die ganzen Öbste gehen uns aus. Wie man sieht, es ist kein Obst auf dem Schiff. Alle unsere Seemänner bekommen Skorbut. Eine richtige Insel, oh mein Gott. Ich nehme jetzt einfach die hier. Kein Bock mehr auf die See. Ich will Land. Was haben wir denn hier? Schon wieder Hanf. Hanf, Trauben, Stein, Kohle, Eisen. Nein, die ist so klein. Das können wir auch nicht nehmen, oh Gott. Okay, ich schneide jetzt einfach und sobald ich irgendwas Gutes gefunden habe, sehen wir uns wieder. 3 Stunden später. So, da haben wir doch eine Insel. Sie haben auf einer Insel ein Gebäude entdeckt. Was, schon wieder Raubritterburg. Meine Mordbuben willst du haben? Aber nicht ohne, dass du was springen lässt. Okay. Barnabas. Barnabas. Bananabas. Okay. Ja gut, hat jetzt nicht... So, na gut, es hat viel Sohle. Mehr Eisen wäre mir eigentlich lieb. Aber scheiß drauf, ich nehme jetzt einfach die Insel hier. Welche Seite denn? Vielleicht möglichst nah hier irgendwie am Eisen oder was? Da haben wir Stein, da haben wir Sohle. Kann man denn schön bauen von welcher Seite hier? Ja, scheiß drauf, bauen wir einfach hier. So, Kontor. Kommt. Hier hin. Absolut fantastisch. Ist das so? Das ist schön. So, die Nussschale parken wir hier erstmal und jetzt geht's an Bauen. Dann soll dies Eiland eure neue Heimat sein. Das ist schön. Hau ab. Ladung gelöscht. Ihre Waren befinden sich im Körper. Okay. Bla 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 bla.
Klar. Gut, bauen. Was bauen wir denn? Ich glaube, wir brauchen erstmal ein Markthaus, um hier unsere Sicht etwas zu erweitern. Bauen wir das mal hier hin. Wie viel haben wir denn? 35 Werkzeuge, 35 Holz. Das ist in Ordnung eigentlich. Bauen wir hier auch nochmal ein Markthaus hin, oder? Machen wir das. So, Wege. Bauen wir einen Weg von hier nach dort. Warum nicht? Ist teuer oder was? Nee. Aus irgendeinem Grund klappt das nicht. Keine Ahnung warum. Vielleicht zu lang. Vielleicht war es zu lang. So, da noch ein Weg. Und dann bauen wir von hier aus auch noch einen Weg runter. Oder bauen wir einfach so. Ich glaube, das ist kürzer dann. So, das ist gut. Ich glaube, die Wege müssen einfach nur hier irgendwie einmal anbinden. Ich glaube, in 1503 war das noch so, da musste man das wirklich irgendwie rundrum legen. Fast schon, damit die da überhaupt hinkommen. Ich weiß jetzt nicht, wie es hier ist. Ach, machen wir ruhig noch so ein Stück hier. Ich glaube, man muss es aber nicht tun. So, als erstes brauchen wir mal einen Marktplatz. Das heißt, unsere Siedlung bauen wir dann... Hier so, vielleicht? Hier? Obwohl, hier hinten haben wir die... Haben wir noch mehr Ressourcen? Ach, bauen wir es ruhig hier. Bauen wir es ruhig hier. Hier ist gut, denke ich. So, schön hier in die Mitte. Und muss natürlich auch noch schön aussehen. Also bauen wir hier erstmal so einen Weg rundherum, denke ich. Das sieht vielleicht ganz gut aus. Und von dort aus können wir dann rundherum irgendwie Häuser abgehen lassen. Bauen wir hier einfach solche Kästen vielleicht für Häuser. So. Wahrscheinlich müssen wir später sowieso alles wieder einreißen, damit wir hier Kathedralen, Kirchen, Schulen und sonst irgendwas hinbekommen. Aber für den Moment ist das erstmal ganz gut so, denke ich. So, da auch noch. Ich glaube, hier kriegen wir auch noch einen Kasten hin, oder? Ja, doch, das passt. Gut. Gut, aber erstmal Platz für Häuser. Was brauchen wir sonst noch? Na sicher, bauen wir erstmal Häuser. Ach, okay, die sind kleiner, als ich gedacht hätte. ja, fangen wir mit Häusern an. Dann brauchen wir gleich noch Fischereien, damit die alle was zu mampfen haben. Jetzt habe ich Kacke gebaut. Kacke gebaut. Wo ist Einreisen? Da. So, bauen wir erstmal hier und gucken, wie es passt. Ne, ist ein Markthaus. Haus, Bauernhaus brauchen wir. Pflanzen wir hier alles nebeneinander. Da können wir noch einen Weg lang gehen lassen vielleicht. Und da auch, schätze ich. Scheiß drauf, oder? Ne, es muss alles möglichst dicht beieinander sein. So, hier passt es besser. Hier wieder nicht. Oh, jetzt haben wir kein Holz mehr. Nein, shit, Moment. Kacke, ich habe was anderes bauen sollen. Brauchen wir hierfür? Ach, dafür brauchen wir gar kein Holz, kann das sein? Ne, ich glaube nicht. Das wird auch wenig Sinn machen. Das heißt, bauen wir erstmal hier zwei Holzfäller hin. Brauchen die Wege? Ich glaube, die brauchen auch Wege. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Bei einigen Gebäuden war es so, dass sie gar keine Wege brauchen, um ihre Ressourcen woanders hinzubringen. Aber ich glaube, mit Wegen geht es auf jeden Fall schneller. Mehr Bauernhäuser. Ach ne, wir haben ja kein Holz mehr. Muss man erstmal wieder warten. Speicher. Sicher, das hier brauchen wir. Achso, wir haben wieder Holz. Für alles braucht man Holz. Verdammt. In ihrer Siedlung fehlt es an Gemeinschaft. Was, wieso das denn? Hä? Achso, ihr braucht einen Weg. Ihr braucht einen Weg, natürlich. Tut mir leid. Ich kann ja nicht von meinen Bauern erwarten, dass sie einfach so hier über den Rasen gehen. Das wäre grauenhaft. Das wäre barbarisch. Wir sind hier keine Barbaren. Wir sind eine feine Gesellschaft. Wir gehen nicht einfach über einen dreckigen Rasen, machen unsere Füße dreckig, denn Schuhe hat hier eh keiner, sind sie alle zu arm für. Aber wir machen nicht unsere Füße dreckig mit Schlamm und was da sonst noch so rumliegt im Gras. Leichen. Wir wollen ja nicht in irgendwelche Leichen reintreten oder so. Nein. Wir laufen über saubere Wege. Saubere Wege, auf die Bauern hier ihren Kot schmeißen aus den Fenstern.
Jeden Morgen, wenn sie ihr Geschäft erledigt haben, nehmen sie sich den Eimer und schmeißen das hier aus den Fenstern auf den Weg. Ihnen stehen weitere Gebäude zur Verfügung. Man kann ja nicht verlangen, dass sie es auf den Rasen schmeißen, den schönen Rasen versauen. Nee. Mosthof. Achso, sie wollen Getränke, richtig. Sie wollen sich besaufen. Die Lage in unserem Dorf ist einfach so grauenhaft. Sie müssen ihre Trauer, ihre Depression im Alkohol ertränken. Also müssen wir einen Mosthof bauen irgendwann mal. Obstwiesen benötigt, geeignete Fruchtbarkeit, produzierten Most, genau. Scheiße, da brauchen wir nur das, da brauchen wir jetzt keine Brauerei oder sonst was für. Gut, wir haben ein ganzes Holz schon. Warum ist das so langsam? Wir brauchen mehr Holzhütten, glaube ich. Mehr Holzfäller. Wo können wir doch überall Holzfäller hinbauen? Mach's ruhig nochmal hier ein. Da ein. Die Siedlung eines ihrer Mitspieler hat sich weiterentwickelt. Was, wohin? Gewachsen, hat neuen Status erreicht. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Wie es scheint, sorgt ihr gut für eure Bevölkerung. Ja, das tue ich. Tue ich. Hast du richtig erkannt, Mr. Northburg? Hast du ganz richtig erkannt. Wunderbar. Was? Durch eure Taten habt ihr neuen Ruhm erlangt. Auf mich zuzuquasseln. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe meine Stadt bauen hier. Ich bin geschäftig. Ich habe viel zu tun. Sehr viel zu tun. Muss überall Wege hinbauen. Damit meine armen Bürger nicht durch das Gras laufen müssen. Goldfurt ist gewachsen, hat einen neuen Status erreicht. Ja gut. Das ist mir eigentlich ziemlich egal. Ist mir ziemlich egal, was Goldfurt macht. Moment, ist das meine Stadt? Nee. Unsere Stadt heißt im Moment Kleines Konto. Nein. Goldfurt. Ach, unsere Stadt heißt Goldfurt. Oh. Ach so. Okay. Gut. Können wir das umbenennen? Das ist nicht Goldfurt. Laber kein Mist, ja. Zivilisationsstufen. Nee. Kann ich das nicht irgendwo umbenennen? Goldfurt. Soll nicht Goldfurt sein. Goldfurt. Goldfurt. Ja, können wir tatsächlich umbenennen. Können wir umbenennen. Goldfahrt. Sicher. Das ist jetzt unsere wunderschöne, mächtige Insel Goldfahrt. Fantastisch. Was brauchen wir noch? Wir haben jetzt 7 Holz mittlerweile. Das heißt, wir können wieder ein paar mehr Gebäude bauen. Nämlich hier so, da so und überall so. Im Grunde genommen. Jetzt haben wir wieder nicht mehr genug. Na gut. Bauen wir hier noch einen Weg dazwischen. Na, das habe ich wieder alles zu eng gemacht hier. Wie sieht das aus? So. Bauen wir fette Wege. Bauen wir hier Autobahnen. Fußgängerautobahnen bauen wir hier. So fortschrittlich sind wir hier. In Goldfahrt. Ich glaube, der Weg kann eigentlich weg. Der Weg muss weg. So, wie geht's euch denn, Leute? Euphorischer Bauer. Jetzt bist du nicht mehr so euphorisch. Okay, machen wir das seit nicht. Ich hier bin, geht mir die Arbeit viel leichter von der Hand. Das ist schön. Bedürfnis nach Glaube. Können wir schon eine Kirche bauen? Tatsächlich! Habe ich gar nicht mitbekommen. Blumenrabatte. Was? Verschönert Zeug. Können wir so einen Blumenrabatt bauen? Rabatte auf Blumen. 12 Holz brauchen wir für eine Kapelle. Kartelle. Katatatelle. Für ein Kartell. Wir bauen jetzt ein Kartell, ganz genau. Reißen wir den Marktplatz dafür ab. Warum nicht? Nee, aber irgendwo müssen wir das... Scheiße. Müssen wir gleich wieder alles abreißen, ich sag's ja. So ist das in dem Spiel. Irgendwann muss man alles wieder einreißen. Könnte man eigentlich ganz gut hier hinbauen. Wenn wir den Weg und das Haus da abreißen. Kabum. Aber wir brauchen erst mehr Holz dafür. Es geht hier ab, 72%. Ihr seid nicht sonderlich schnell. Können wir das hier schon aufwerten? Können wir nicht, okay. Hier läuft unser Hans durch die Gegend, trägt fleißig Holz umher. Fantastisch. Der hat alle Hände voll zu tun. Beweg dich, Hans. Beweg dich. Wir brauchen mehr Holz und schnell.
diskutieren hier irgendwas. Die neuesten Tuscheleien diskutieren sie hier. Was sie auf dem Marktplatz so gehört haben. Hey du, ich glaub, ich hab gehört, die Ilse, die hat die Pest, war. Ja. Alles, was das Herz begehrt. Alles, was das Herz begehrt, in der Tat. Das gibt es hier in Goldfahrt und nirgendwo anders. Werdet ihr nur hier finden. Können wir schon eine Kapelle bauen? Eure ja. Bevölkerung hungert. Mir doch egal. Dabei tummeln sich im Meer Schwärme von Fischen. Mir doch egal. Was? Meinst du nicht, dass wir die armen, unschuldigen Fische umbringen sollen? Das gibt's hier nicht. Goldfahrt ist pro Natur und anti-Mensch. Esst euch doch einfach gegenseitig, Leute. Bisschen Kannibalismus ist gut fürs Herz und den Bauch und so. Besser als arme, unschuldige Fische umzubringen. Kommt schon, Leute, das könnt ihr doch nicht tun. Das können wir doch nicht tun. Na gut, machen wir das halt. Mördern wir halt unschuldige Fische, wenn ihr das unbedingt wollt, dann machen wir das. Nun können sich die Leute satt essen. Ist das so? Das ist gut. Weg von hier nach dort und dort nach drüben und hier lang außerdem auch noch. Guti. A guti, a guti. Überfahren wir doch ein paar Fischer. Irgendwo müssen wir das Menschenfleisch herbekommen. Es war ein Unfall. Ich habe ihn nicht gesehen. Auf einmal klebte er am Rumpf des Schiffs. Ist einfach so passiert. Dann haben wir ihn abgekratzt und gebraten. Mann, war das ein Tag. Was ist das denn? Willem van der Mark. Autosong. Es ist der Autosong. Es ist das Ende dieses Videos. Rechts und links stehen ein Haufen Links. Die könnt ihr anklicken, wenn ihr das wollt. Oder ihr lasst sein. Au, Outro-Song. Es ist der Outro-Song. Au, Outro-Song. Es ist der Outro-Song. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, dann klickt doch abonnieren oder fave oder like oder lasst doch noch einen Kommentar da. Das wäre verdammt geil von euch. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, dann klickt doch abonnieren oder fave oder like oder lasst doch noch einen Kommentar da. Das wäre verdammt geil von euch. Es ist das Ende. Alles wird vorbei. Schluss und aus. Kommt nichts mehr. Geh weg. Es ist das Ende. Wir sehen uns.